Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ja, ihr seht richtig, ich bin auf meiner ersten Insel nochmal. Und ich habe gemerkt, mir fehlen da noch die ganzen Puzzleteile. Ja, die muss ich natürlich holen. Weil ich will ja 100% in diesem ganzen Let's Play erreichen. Und los geht's, Donkey, bist du auch bereit? Yeah, das war der Kampfschrei von Donkey. Und los geht's. Ja, ihr könnt euch erinnern, im letzten Part war ich ja in diesem zweiten Tempel gewesen. Und hat auch im Level Schluss gemacht, aber dann, ja, da habe ich die Konsole aus Versehen ausgemacht. Und ja, dann war natürlich alles dann vorbei. Also konnte ich dann nichts mehr machen. Ja, und in dieser Welt fehlt mir ein einziges Puzzleteil. Mal schauen, ob ich das noch finde. Öffne dich, lieber Bananentempel. So, wahaha. Alles einsammeln, was zu finden ist. Ach, scheiße. Da komme ich an. Weil ich werde noch ein paar Münzen noch sammeln, so für einfach noch so für ein paar Bonussachen, die man noch bekommen kann. Uiuiui, das ist so knapp. Dixie, komm her. Das brauche ich. Weil hier die Puzzle, das letzte Puzzleteil ist nicht so schwer versteckt, sage ich jetzt mal. Es ist, man muss darauf kommen. Man hätte eigentlich darauf kommen können, sage ich mal so. Aber ich, ihr wisst ja, ich komme ja selten auf irgendwas. Oh, hier, der unten hatte ich schon. Da kann ich also was vergessen. Oh, ihr blöden Dodos. Lasst mich in Ruhe. Oh, die erste Bananenstaune schon wieder. Zack, hoch. Und dich brauche ich nicht. Zack. Gib die Bananen her. Ich habe die zwar schon alle hier, aber... Na komm her, du letzte Banane. Und eine Münze, das ist immer gut. Münzen kann man immer gut gebrauchen. Weil ich will ja auch die ganzen Figuren haben. Weil wir kriegen ja im Laufe des Spiels... Figuren aus Frankies Shop. Aus Funkies Shop. Nicht Frankie. Frankie ist aus One Piece. Ja, und wenn ich die dann halt habe, dann habe ich auch schon mal 100%. Der Satz war irgendwie gerade ziemlich merkwürdig. Ach Mist. Das Gute ist, die ganzen Kong-Buchstaben brauche ich auch nicht mehr. War das hier schon? Nee. Das war, glaube ich, nur ein weiter. Ich habe es wieder gemacht wie in den Parts davor. Ich habe mir wieder alles aufgeschrieben. Ich spiele sozusagen nur die ersten Welten nach. Weil die neuen. Ja, da will ich einfach noch nicht irgendwie mich spoilern lassen oder sonst irgendwas. Halt. Wie konnte ich den hier übersehen? Da ist ein Stöpsel im Boden und ich sag mir einfach, nö, ich lauf mal ran vorbei. Und das Puzzleteil ist einfach. Es ist ein Trampolin! Trampolin-Action mit Donkey und Dixie! Zack! Wupp! Wubi! Johohu! So, und das letzte Banane und Puzzleteil gehört mir! Yeah, damit habe ich das letzte. Die Welt 1. Wo bin ich gerade drin? 1.5.1a. Ist abgeschlossen. Ah, schade, dass ich die Welt jetzt hier nicht verlassen kann. Wow. Beinahe untergefallen. So, zack. Rüber. Spoink. Rüber. Loslassen. Bananen einsammeln. Münzen einsammeln. Rüber geht's. Und zack. Und du auch noch. Ich brauche keine Leben. Ich habe 99. Oh. Und das Level ist nicht beendet. Ja, aber dass sie wieder dieses Tutorial-Schwein nehmen, hätte ich nicht gedacht eigentlich so. Wäre cooler gewesen, wenn sie so Candy Kong Ach nein! Ich Idiot! Da falle ich immer wieder drauf rein. Echt mal, da falle ich immer wieder drauf rein. Man muss da warten, bis die Ding wieder da ist, die Plattform.
So, jetzt geschafft. Rüber. Juhu. Juppie. So, das war das. Das Puzzle, dieser komische Stöpsel, und brauche ich nicht mehr. Drüber springen. Zack. Und. Das brauche ich auch nicht mehr. Yes. So, die erste Welt geschafft. Und ein Bild freigeschaltet. Wie gesagt, alles, was man finden kann, sei es die Diorama-Galerie, Musik-Galerie, Bilder-Galerie und die Figuren-Galerie, will ich zu 100% abschließen. So, Welt 1-3. Okay. Ist auch nicht sehr schwer. Also das Puzzleteil, was mir da fehlt, ist eigentlich sehr leicht zu finden. Hier ist es geschrieben, Stöpsel aus dem Boden holen, Plattform und dann einfach Puzzleteil erscheint. New Donkey, los geht's! Zack, 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 öffnen! Oh, hier kriege ich ja... Ach, ich Idiot. Hier kriege ich ja Cranky, mein lieben Freund Cranky Kong. Mich hat ein Dodo gebissen. Wie fies. Mich hat die einfachste Kreatur in diesem Spiel hat mich angegriffen und getötet. Was hattest du seiner Verteidigung zu sagen? Ja, ja. Schuldig. Cranky! Mein alter Cranky! Den habe ich auch schon, das brauche ich auch nicht mehr holen. Oh, Cranky! Hoch. Halt! Ja, da oben haben wir es doch. Guck mal, man sieht diesen Stöpsel. Donkey Kong, du sollst nicht mal die Liane packen. Zack! Und hier ist das Puzzleteil. Dumm, wa? Warum habe ich das nicht am Anfang angeholt? Zack! Oh! Ups! Egal. Cranky! Boom! Oh, schade. Ich könnte eigentlich noch ein paar Münzen gebrauchen. Boah! Ein Dodo! Pogo-Stick. Hüpf mit dem Pogo-Stab, dem Pogo-Stab, dem Pogo-Stab. Hüpf mit dem Pogo-Stab und deine Sorgen gehen vorbei. Hüpf mit dem Pogo-Stab, dem Pogo-Stab, dem Pogo-Stab. Hüpf mit dem Pogo-Stab und die Sorgen gehen vorbei. Da gab's mal einen Goofy-Film, Cartoon, also ich sag diese alten Cartoons, die man noch damals kannte. Und der war von 1940, wurde der gedreht. Und halt mitten im Krieg und so alles, da hatte man ja keinen Rohstoffe, also so Gummi oder sowas. Also Autos und so alles, und das ging nicht und so alles, und da haben sie halt so gemacht, dass halt alle Bewohner so von dieser Stadt halt aussahen wie Goofy so. Und die hatten alle einen Pogo-Stick so. Und ich muss euch mal irgendwie mal die Folge mal zeigen oder sowas. Oder die ist richtig cool. Und da singen die halt hüpf mit dem Pogo-Stab, dem Pogo-Stab, dem Pogo-Stab, hüpf mit dem Pogo-Stab und deine Sorgen sind vorbei. Oder so, voll cool. Das ist voll cool. Aber außerdem haben sie das ja auch hier von Dagobert Duck abgesehen. Zack! 14. Apropos. Ah ne. Naja gut, erzähl ich euch irgendwann anders mal. So! Level 1. Was war das? 1-3 ist beschafft. Und ich bin noch nicht mal bei der Hälfte der Zeit. Was kommt denn jetzt eigentlich noch? Moment, ich guck mal kurz. Okay. Gut. 1b hatte ich ja, jetzt kommt 1-4. Gut. Let's go! Ja, hiha! Vater und Sohn. Gehen auf Abenteuer. Ist das nicht schön?
Na los, jetzt macht ein bisschen hin. Wir haben nicht so viel Zeit mehr. Nur noch 10 Minuten und die müssen wir noch gut einsetzen. Nein! Ich hab zu schnell ge... Scheiße! Ah, das gibt's doch nicht. Was war das denn für eine Aktion? Ich konnte nicht mehr bremsen. Naja, ich wollte sowieso die haben. Die, mein alter Freund. Ah ja, das war ja das mit dem Loren-Level. Ach ja, ich erinnere mich. Mit den Insekten am Anfang. Da kam ich irgendwie nicht rauf. Juppie und allihop. Jetzt kommst du schon. Nein! Ich brauche die Insekten. Das ist das einzige Puzzleteil. Wenn ich das habe, dann ist die Welt fertig. Es wird nämlich geschafft. Ja! Ich finde es gut, dass die Loren jetzt noch irgendwie noch zwei Herzen haben. Weil davor war das ja so gewesen in Donkey Kong Country Returns. Du hattest halt nur einen einzigen Trefferversuch und wenn du getroffen wurdest, bist du halt tot. Ist nicht mehr der Fall so. Oh Mann! Schon wieder, ey. Irgendwie springe ich immer falsch ab. Und da haben wir noch 97 Versuche. Was ich aber auch ein bisschen schade finde, ist folgendes, und zwar, im Gegensatz zu den alten Donkey Kong Country Teilen, musstest du ja richtig deine Leben sparen, sag ich mal so. Und musstest die halt wirklich so sagen, oh Gott, jetzt habe ich nur ein Leben, jetzt kann ich nicht. Und nein! Ach komm! Ich bin richtig abgesprungen, aber dann kriege ich den zweiten nicht. Naja. Und halt in den alten hast du halt Leben. Da musstest du wirklich sagen, oh Gott, scheiße, jetzt habe ich nur ein Leben. Ich komme nicht aus der Welt raus und muss jetzt irgendwas schaffen, so. Und das hier ist. Und da konntest du nicht irgendwie Geld, Leben kaufen oder sowas. Das kannst du halt hier und das finde ich irgendwie ein bisschen schade so. Alter! Was? Hä? Warum? Ey. Beim Suchen der Puzzleteile hat alles beim ersten Mal geklappt. Und jetzt sitze ich schon wieder hier bei einer Stelle, die einfach nur einfach ist, aber irgendwie ich nicht schaffe. Was soll der? Mist. So, jetzt rüber. Jep. Münze. Bananen. Ich komme an das Leben nicht ran. So, jetzt aber. Komm. Ja, nein. Ich bin doch. Oh, jetzt habe ich das geschafft, auf dem zweiten Viech zu landen. Aber dann sagt sich Donkey, nee, ich spring mal nicht. Ich will nicht springen. Das ist doch scheiße. Ist doch verarsche pur. Und wir kriegen weitere Münzen. Ist das nicht schön? Nein! Ist es nicht. Yeah, na endlich. Jetzt noch das Level fertig machen. Hui! Und der Checkpoint. Checkpoint aller Schwein. Und Münzen. Münzen kann man immer nehmen. Diese geil. Ich finde diese Kamerafahrt voll cool. Das habe ich ja damals schon gesagt in dem Part. Dass da die Kamera so richtig geil, stylisch sich so mitbewegt. Finde ich richtig cool. Gefällt mir. Und dann Münze. Und der Buchstabe, den habe ich zwar schon. Bumm. Hui. Wupp. Wupp. Ducken. Münzen noch holen. Warum klappt das jetzt? Au. Ich kann immer noch sterben. Und abwärts. Wow.
Sobi und Rober und das U-Boot kommt. Boah, ich dachte, ich gerade sterbe. Und das Level ist erledigt. Warte mal, ich will wieder die Kai. Na, wie viel Zeit? 5 Minuten. Oh. Aber so wie ich das sehe, ist die erste Welt nun 100%. Ja, fast. Mir fehlt nur noch der Tempel, aber der Tempel mache ich irgendwann anders. Die Tempel will ich ein bisschen später machen, weil ich sag mal so, das Schwerste kommt dann zum Schluss. Oh, habe ich alle? Habe ich. Perfekt. So, jetzt werde ich noch ganz kurz was machen. Und zwar, ich hole mir ein paar schicke Figuren. Hi, Digga. Affenstark Style, wir haben mir gerade ein paar Bananen gewünscht. Hast du was Glitzerndes für mich dabei? So. Ich mach mal. Machen wir mal. 20, komm. Guck, was ich kriege. Boah, eine Speerguin-Figur. Das musst du dir gleich unter Extras reinziehen, Mann. Boah, eine Pikuin-Figur. Ey, alter Rembi, Mann. Wie geil ist das denn, Keule? Boah, ein Kairos. Alter, das ist geil, Mann. Boah, eine Gruselfigur. Haha, wisst ihr, Grusel. Haha, verstehst du? Nochmal eine Gruselfigur. Hast du ja schon. Eine Gräulefigur. Ein Knabberinich. Boah, eine Buguin-Figur. Oh, was eine Rembi-Figur? Hast du schon, Keule? Sorry, Mann. Boah, eine Frosteule. Boah, eine Prel-Theo-1-Figur. Alter, die wollte ich schon immer haben. Eine Helmguin-Figur. Nochmal Rembi-Arschkarte. Ha, eine Diddy Kong-Figur. Alter, sieht die scheiße aus. Boah, eine Pengu-Figur. Habe ich schon. Habe ich auch schon. Habe ich auch schon. Habe ich auch schon. Okay. Boah, die sind doch total abgefahren, wa? Yo, Funky. Mach's gut. Tschüss. Lausche auf, im Team findet ihr bestimmt eine coole versteckte Sachen, Alter. Yo, Mann, weiß ich. So, und die will ich euch noch ganz schnell zeigen. Bis der Part vorbei ist. Wir haben hier einmal die DK-Familie. Donkey. Donkey-Figur. Diddy Kong. Und Rembi, das Rhino. Bosse. Prahl Theo One von Protz. Okay, ich glaube, der heißt bei dem, in der englischen Version heißt der anders, da heißt er, glaube ich, Pombi. Und so habe ich den auch in meinem Part genannt. Und Grohusel, der U. Was? Der Unhuhu-Stifter. Der Unhuhu-Stifter. Ja. Der Pengu, Pengu. Helmguin. Pikuin. Speerguin. Boguin. Vikinger. Knabberinich. Gräule. Und eine Frostgräule. Eine Frostkeule. Und Karl. Karlross. Alter, wie geile Namen, Alter. Wo waren die Bosse? Hier. Ah, guckt euch das mal an, Leute. Sie haben nur 6 Gegner. Warte, was habe ich denn bei der Diorama-Galerie? Gar nichts.
Oh, hier können wir sogar die Musik holen. Oh, ist ja cool. Gut, Freunde, dann sage ich Dankeschön fürs Reinschauen. Ja, im nächsten Part werde ich die Welt 2, die Welt 2 anfangen. Also die letzten Sachen zu sammeln. Es wird ein bisschen was zu tun sein. Ich habe mir viel aufgeschrieben. Und dann, gehen wir eigentlich zurück in die dritte Welt, weil dann werden wir da weiter erforschen, sag ich mal ganz einfach. Also, Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Part. Ich danke wieder fürs Zuschauen. Und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.